Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in meinem Sprechzimmer in Rien bei Basel. Über einige Jahre hatte ich ja das Vorrecht, auch an der Evangelischen Hochschule in Tabor, Marburg zu unterrichten in dem Mastermodul Religion und Psychotherapie. Und es war mir dabei immer ein ganz großes Anliegen, eine Verbindung zwischen der wissenschaftlichen Religionspsychologie, der klinischen Psychiatrie und dem ganz allgemeinen Lebensvollzug herzustellen, um Menschen besser zu befähigen, andere zu beraten und zu begleiten. Heute haben Sie mir das Thema gestellt, mitten im Leben wieder anfangen. Ja, das ist eines der ganz großen Themen in diesen Zeiten des Umbruchs, in denen wir heute einmal mehr wieder leben. Vielleicht haben Sie auch schon einmal einen Katastrophenfilm gesehen. Oftmals gibt es da einen Schnitt. Die Helden fliehen aus dem Kampfgeschehen, aus der krachenden Feuerwalze, weg von allem Getöse und Geschrei. Und dann wird es auf einmal ganz still. Und für diesen Moment gibt es ein Fachwort. Eine ohrenbetäubende Stille ist da entstanden. Einen solchen Moment gibt es oft auch nach einer Krise. Man hat gekämpft, man hat gerungen und dann ist alles vorbei, es wird ganz still und man fragt sich, wie das Leben weitergehen soll. Ich erinnere mich an meinen Moment dieser ohrenbetäubenden Stille, als ich die Diagnose Krebs bekam. Ich war im Untergeschoss unseres Krankenhauses in der Radiologie, in einem riesigen Raum, erfüllt von sonoren dröhnenden Aggregate, darin eingewoben wie in einer Technosymphonie das An- und Abschwellen von Ventilatoren und das Sirren von Elektromotoren. Mitten im Raum so etwas wie ein riesiges Tor aus einem Science-Fiction-Film, als Durchgang in eine kosmische Welt, ein strahlend weißer Schrein mit einer kreisrunden Öffnung. Und bald schon wurde ich von den Motoren hineingezogen in diese Öffnung und an der Wand entstanden erbarmungslos die schwarzen Kleckse der Tumoren in meinem Körper. Nach einer halben Stunde war alles vorbei. Es hat nicht einmal wehgetan. Ich stieg wieder hoch aus den Katakomben, hoch in die Welt da draußen, die so unwirklich lebendig und gleichzeitig alltäglich banal wirkte. In mein Tagebuch schrieb ich, die Welt da draußen dreht sich weiter, während meine persönliche Welt vom Einstürzen bedroht ist. Das war meine ohrenbetäubende Stille, nach der nichts mehr war wie zuvor. Kennen Sie auch solche Orte und Momente, dröhnender, ohrenbetäubender Stille, wo alles zusammengebrochen ist? Am Schreibtisch, Herr, ich habe gekämpft um mein Lebenswerk, doch nun ist es am Ende. Im Wohnzimmer, Herr, ich habe gekämpft um meine Ehe und nun soll alles zu Ende sein. Und noch viel dramatischer im Ukraine-Krieg, da schreibt mir ein Freund, eigentlich wollten wir im Sommer unsere neue Wohnung in Irpin beziehen. Doch nun ist alles zerbombt, wir haben nichts mehr. Plötzlich sind wir Flüchtlinge irgendwo in einem Konvoi auf der Landstraße. Was für Momente. Vor meinem inneren Auge taucht ein Ort auf in Beersheba. Ebenfalls ein solcher Ort der ohrenbetäubenden Stille. Da stolpert ein Mann in die Wüste hinaus, der seinen größten Sieg errungen hat und kurz darauf in seine größte Niederlage stürzt. Es ist die Geschichte des Propheten Elia und sie ist dramatisch. Der Held vom Berg Karmel als verzweifelte Figur, die nur noch sterben will. Ich gebe zu, der Kampf um den Altar und insbesondere die Schlachtung der Baalspriester strapaziert unsere demokratisch-humanistische Vorstellung einer religiösen Vielfalt. Aus geistlicher Sicht aber war es eine dramatische Rückkehr zum wahren Gott, ein Sieg des wahren Glaubens. Und umso eigenartiger, dass wenige Stunden später die Luft raus ist. Die Drohung der Königin Isabel unterminiert Elias letzte Kraft und sogar sein Vertrauen in Gott. Er schleppt sich hinaus in die Wüste und legt sich einfach unter einen Busch.
Und hier beginnt die Beschreibung einer Krisenbewältigung und eines Neuanfangs, die auch psychologisch hochspannend und differenziert ist und gleichzeitig einen Bogen zur Gottesbeziehung mitten in der Krise schlägt. Wir wollen uns dabei von einigen Fragen leiten lassen. Etwa, was braucht es denn überhaupt für einen Anfang nach einer Krise? Elia hatte nicht mehr viel Kraft zum Reden. Doch in seinen beiden letzten Sätzen lässt er Gott doch in seine Abgründe blicken. Der Beginn eines Neuanfangs liegt darin, dass wir unser Herz ausschütten vor dem Herrn mit allen Gefühlen, offenen Fragen, inneren Konflikten, ja auch mit unseren Vorwürfen. Und wenn es um mich herum still wird, dann werden die Stimmen in mir umso lauter und bedrohlicher. Und diese inneren Stimmen sind nicht immer die Stimme der Wahrheit, sondern sie können trügen. Elia sieht sich als den letzten Verteidiger des wahren Glaubens und des wahren Gottes. Eine völlig falsche Wahrnehmung, wie wir später lesen. Psychologisch nennen wir das eine kognitive Verzerrung der Realität, oftmals zu beobachten in Burnout und Depression. Und er kippt in eine völlige Selbstabwertung, ich bin nicht besser als meine Väter, oder Neudeutsch, ich bin ein totaler Versager. Diese verzerrte Wahrnehmung braucht einen Zuspruch von außen. Und gerade im christlichen Kontext eben auch durch Gottes Wort. Sein Ja zu mir als gebrochener Mensch. Aber an diesem Punkt ist Elia im Moment noch nicht. Und so fragen wir uns, was braucht es für den Neuanfang nach einer Krise? In der Geschichte von Elia finden wir eine ganz einfache Formel. Schlafen, essen, nochmals schlafen. Das klingt so einfach, dass es banal wirkt. Aber oftmals braucht es diese grundlegendste Selbstfürsorge für den Körper, die wir in der Krise allzu oft hintangestellt haben. Schlafen, essen, schlafen. Und dann folgt der nächste Schritt. Wenn Menschen in einer Krise bzw. in einem Burnout zu mir in die Sprechstunde kommen, dann hätten sie oft gerne eine Abkürzung des Leidens. Eine mentale Technik zur Veränderung der Gedanken, ein Medikament zur Hebung der Stimmung, gute Tipps für den Umgang mit anderen, damit sie das Leben möglichst bald wieder packen. Da steht der Satz des Engels völlig quer in der Landschaft, du hast einen weiten Weg vor dir. Es geht nicht schnell. Und es gibt keine Abkürzung auf dem Weg aus der Krise. Das muss ich auch meinen Patientinnen und Patienten immer wieder sagen. Sie haben einen weiten Weg vor sich. Geben Sie sich diese Zeit. Es wird ein Schnitt sein in Ihrem gesamten Lebensentwurf. In der Wüstenwanderung ergibt sich ein völlig neuer Rhythmus, der so im Gegensatz zur früheren Hektik der Telefonate, der Gespräche, der Sitzungen, des Aktivismus in der Krise steht. 40 Tage und 40 Nächte unterwegs durch die Wüste? Wie geht das? 40 Tage und 40 Nächte nur mit mir allein? Nun, wenn wir uns das bildlich etwas vorstellen, und ich bin selbst auch schon durch diese Wüste gefahren, zumindest nicht gelaufen, ganz allein war Elia nicht auf diesem Weg. Vielleicht ist er in den Schattenstunden, den kühlen Morgenstunden gelaufen, um sich dann am Tag irgendwo in den Schatten eines Felsens hinzulegen. Ganz sicher hat er auf seinem Weg auch Beduinen angetroffen, die rund um ein Feuer saßen, Tee tranken, Brot rösteten. Es kommt dann oft zu kurzen, oberflächlichen Gesprächen, Begrüßungsformeln hin und her, wie geht's, woher kommst du und so weiter, Ratschläge für die nächste Etappe. Und dazwischen natürlich die unvermeidliche Frage, was führt dich in die Wüste, wohin bist du unterwegs? Ich denke, Elia war eher wortkarg. Aber innerlich hat er sich die Frage wohl vielfach gestellt, was führt mich in die Wüste? Welche Erfahrungen nehme ich aus der Krise mit?
Und zutiefst in seinem Inneren kommen immer die gleichen Selbstvorwürfe hoch. Der Einzige, der noch an den wahren Gott glaubt. Und sogar der ist unwürdig. Der Blick in meine inneren Abgründe kann erschreckend und ernüchternd zugleich sein. In meinen jungen Jahren habe ich mich so stark gefühlt und jetzt bin ich so zerbrechlich in meiner ganzen Existenz. Ein zerbrochenes Werkzeug, das Gott nur noch auf die Seite legen kann. Oder die Menschen, auf die ich mich verlassen hatte, haben mich enttäuscht. Ich kann mich auf keinen mehr verlassen. Aber eines bleibt in allem Gedankenkreisen: Gott kommt mit mir. Das ist etwas ganz Spannendes, das ich immer wieder bei gläubigen Menschen sehe. Trotz all dieser Fragen, die sie bewegen, irgendwo ist doch das Bewusstsein: Gott kommt mit mir. Er war mit mir auf den Höhen meines Wirkens und der Gott der Berge ist auch der Gott in meinem dunklen Tal. Ich erinnere mich selbst daran, wie dieses Lied der Country-Sängerin Linda Randall mich begleitete, trotz aller Schwachheit. The God on the mountain is still God in the valley. Vielleicht hatte Elia auch einen solchen Refrain eines Liedes, der ihn durch die Nächte und durch die flirrende Hitze des Tages in der Wüste begleitete. Einen Tag um den anderen. Und immer wieder kommt die Melodie zurück: Der Herr ist bei mir. Er wird mich führen. Und so können wir uns auch heute fragen, wenn diese Frage kommt: Welche Erfahrung nehme ich mit aus der Krise? Wie habe ich sie erlebt? Und dann noch etwas: Was hat die Krise mit mir gemacht? In einer Felsspalte, wo Elia einmal mehr seinen Schlaf holt, kommt vielleicht die Frage hoch: Was ist da mit mir geschehen? Warum bin ich hier draußen in der Wüste und nicht mehr auf meiner Kanzel in meiner Aufgabe der Wortverkündigung? Hunderte Male wiederholt er die Sätze für sich selbst: Ich habe gekämpft für deine Sache, oh Gott. Ich fühlte mich so allein. Warum muss ich so lange auf deine Antwort warten? Und warum renne ich nun vor dieser Hexe davon, statt mich ihr in deiner Kraft entgegenzustellen? Sie haben vielleicht noch andere Themen in Ihrem Krisenerleben. Oft fangen diese Themen an mit dem Satz: Ich habe gekämpft. Für mein Geschäft, für unser Glaubenswerk, unsere Gemeinde, um unsere Finanzen, um meine Ehe, um ein ganz persönliches Glaubenserleben, meine Existenz oder um meine Gesundheit im Wissen um meine Sterblichkeit. Was hat die Krise mit mir gemacht? Und das sind wieder ganz wesentliche Fragen für die Selbstexploration in dieser Zeit. Wo habe ich mich verkrampft in meinen Gedanken und in meinem Beziehungsstil, in der Veränderung meiner Gewohnheiten? Wo habe ich zu hohe Maßstäbe gesetzt? Wo bin ich hart gewesen ohne Not? Wo wurde ich ruppig und distanziert? In der Burnout-Forschung hat sich gezeigt, dass Menschen, die vorher so engagiert für andere da waren, im Burnout oftmals eine eigenartige Distanz zu den Menschen entwickelt haben, denen sie eigentlich dienen sollten. Sie waren nur noch eine Last für sie. Sie waren nur noch eine Sache, etwas, das ständig praktisch als Störfaktor ins Leben hineingeriet. Ein Zynismus nennt man das auch. Wo habe ich mich innerlich zurückgezogen, statt Gemeinschaft zu pflegen? Wo bin ich in ein falsches Schwarz-Weiß-Denken hineingeraten, das keine Kompromisse mehr zuließ? Wo habe ich mich kräftemäßig und zeitlich derart verausgabt, dass es schlecht für meine Gesundheit wurde? Blenden wir noch einmal zurück zu Elia auf seinem Weg. Nun ist er schon 3 Wochen unterwegs. Immer in dem monotonen Rhythmus: Schlafen, Essen, Wandern, Ruhen, Essen, Schlafen. Vielleicht merkt er, dass er mehr Kraft hat als zu Beginn. Er sieht wieder die schwarz aufragenden Felsen rund um sich herum, die wunderschönen Muster in den Sanddünen, die Sterne, die funkeln in der Nacht. Die regelmäßige Bewegung tut ihm gut. Und ich stelle hier die Klammerfrage an euch alle, die ihr zuhört: Was tust du für deine Bewegung? Wie oft bist du draußen in der Natur? Zurück zu Elia.
Vielleicht spürt er, dass sich die Gedanken nicht mehr so aufdrängen, nicht mehr so stark drehen. Ja, dass er nach vorne schauen kann. Bald bin ich am Horeb, wie wird wohl mein Neustart aussehen? Und so kommen wir zur nächsten Frage, was gehört denn zu einem Neustart dazu, der gelingen soll? Lassen Sie mich kurz ein paar Regeln aufstellen, die wir aus der Burnout- und Krisenberatung unserer Zeit entwickelt haben. Das ist zunächst das, was wir Trauerarbeit nennen. Schaffe Distanz zum zerbrochenen System, zur zerbrochenen Beziehung. Löse dich innerlich von früheren Zwängen und Festlegungen, von deinem Stolz, vom Klammern an das Alte. Pflege gesunde Lebensgewohnheiten. Schlafen, essen, schlafen, raus in die Natur. Werde nicht zynisch. Wertschätze, was war, und setze dich weiterhin ein für Menschen, aber nicht mehr mit derselben Intensität. Mache dich auf einen neuen Weg im Aufblick zu Gott. Und dieser letzte Zusatz, im Aufblick zu Gott, der geht weit hinaus über säkulare psychologische Weisheit. Aber für Christen ist dieser Schritt unabdingbar. In der Geschichte von Elia wird er bildhaft, symbolisch illustriert mit Metaphern, die man als wahres Psychodrama bezeichnen kann. Gehen wir zurück zu Elia. Bald bin ich am Horeb. Wie wird wohl mein Neustart aussehen? Und ich weiß nicht, was er genau erwartete. Einen Zuspruch vielleicht? Eine neue Bestätigung seines Auftrags als Prophet? Völlig neue Kraft und Selbstsicherheit? Und eines Nachts findet er sich in einer Höhle, wo er ausruhen will, und plötzlich kommt das Wort des Herrn zu ihm, als ob der nicht wüsste, was ihn hierher geführt hat. Was machst du hier, Elia? Noch einmal die ganze Geschichte. Und sie bricht auf in ihm, wie er sie so oft rezitiert hat in seinen drehenden Gedanken auf der Reise. Und das sind, und das ist ja oftmals auch in einem Geschehen, Krisengeschehen, das sind so einmal die äußeren Umstände. Es ist nicht nur sein Innenleben. Die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre gebrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich bin allein übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Die ganze Welt ist gefährlich geworden, die ganze Welt ist feindselig geworden. Diese Welt macht mich kaputt und macht mein Werk kaputt. Und dann sein persönlicher Kampf für Gott. Und er beschreibt den, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Das Wort geeifert deutet darauf hin, da kam es zu überschießenden, dysfunktionalen Gefühlen, zu einem Verschleiß der Kräfte. Er sagt es nicht genau so, aber vielleicht würde er heute sagen, und nun bin ich im Burnout. Jetzt bin ich am Ende, ich bin ausgebrannt. Ich weiß nicht, was Elia erwartet hat, nachdem er seine Geschichte erzählt hat. Ein tröstliches Gespräch, Gottes Hand auf seiner Schulter, eine Erklärung der Dinge. Doch nichts von all dem passiert, sondern Gott nimmt ihn hinein in ein veritables Psychodrama mit Feuer, Erdbeben, Sturm und schließlich dem leisen Windhauch. Und so stellt sich die Frage, die auch wir stellen müssen, wenn wir anfangen, neu, mitten in der Krise, wie muss sich da mein Gottesbild verändern? Ich glaube nicht, dass Elia diesen psychologischen Begriff bereits kannte. Ob er sich überhaupt vorstellte, wer Gott ist für diese Welt, für ihn selbst. Und vielleicht war er ganz überrascht, was Gott da mit ihm macht. Eine Gottesbegegnung, darauf hatte er gehofft. Aber wie begegnet mir denn Gott? Welchen Gott repräsentiere ich in meiner nächsten Phase des Wirkens? Lesen wir noch einmal ganz kurz den Text. Der Herr sprach, geh heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Wow, so einen Wind hätte er sich vielleicht gewünscht, um den Palast von Ahab wegzufegen, um den ganzen Prachtbau der Königin Isabel einfach zu zerstören. Aber in dem Wind war der Herr nicht. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, wieder so eine Kraftdemonstration. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht im Feuer.
Und nun tritt auf einmal diese ohrenbetäubende Stille ein, ein sanftes, stilles Sausen. Und plötzlich merkte Lia, jetzt ist Gott nahe. Er verhüllt sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sagte, was hast du hier zu tun, Elia? Gott gibt ihm dann zwei neue Aufträge. Erstens, er entlastet ihn von seinem Amt und benennt seinen Nachfolger, Elisa. Zweitens, er soll einen neuen König salben und damit die politische Landschaft langfristig verändern. Aber dann ist Schluss für deinen Auftrag. Lass meine Ehre meine Sache sein. Du bist übrigens nicht der Einzige, wie du gemeint hast. Ich lasse noch 7000 andere übrig. Nun ganz spannend, von Beersheba bis zum Horeb waren es etwa 420 Kilometer. Das war schon eine lange Wüstenwanderung. Doch nun liegt noch einmal eine Wanderung vor ihm nach Damaskus, mit Umwegen noch, wie wir lesen. Etwa 700 Kilometer liegen nun vor ihm. Wir verlassen Elia hier und schauen zurück mit Staunen auf eine solch dramatische Geschichte. Wir haben ihn begleitet über eine gewisse Wegstrecke, doch nun fragen wir uns, an welchem Punkt darf ich mitten im Leben wieder anfangen? Was nehme ich mit aus meiner ganz persönlich gefärbten Krise? Was hat sie mit mir gemacht? Was habe ich darin gelernt? Lerne ich auch etwas über den Gott, dem ich diene? Braucht es auch hier eine neue Ausrichtung meines Bildes von Gott? Und wenn ich neu anfange, an welchem Punkt stehe ich in meiner Lebensstufe? Nicht alle von uns beenden die Krise mit der Weitergabe des Mantels. Auf viele von uns kommt eine neue Aufgabe zu. Neu anfangen kann etwas Wunderschönes sein. Wir reden ja von Aufbruchstimmung. Hermann Hesse hat den berühmten Satz geschrieben, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Eingebettet ist dieser Satz wie folgt, und Sie können es auf dem Bildschirm lesen. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie in einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Wer das gesamte Gedicht mit dem Titel Stufen liest, der merkt, Hermann Hesse geht es nicht einfach nur um Aufbruch. Er beschreibt vielmehr unseren Weg über diese verschiedenen Lebensstufen. Immer wieder sind wir zu Veränderungen herausgefordert. Und er fordert uns heraus, auf jeder dieser Stufen unsere ganz besondere Aufgabe zu finden, bis hin zum Sonnenuntergang unseres Lebens. Es gibt immer einen Auftrag, oder in den Worten Hermann Hesses, des Lebensruf an uns wird niemals enden, wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Wenn du dich nun aufmachst zu deinem Neuanfang nach der Krise, aber mitten im Leben, so wünsche ich dir, euch, einen Weg ähnlich dem von Elia in leichter Abwandlung der Worte von Hermann Hesse. Des Herrenruf an uns wird niemals enden, wohl an mein Herz, lass Altes hinter dir und Gesunde. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Neuanfang, auch nach der Krise. Danke fürs Zuhören.